Moin Leute, ich bin's wieder. Also ich mach kurz und verständlich. Also DAB Plus, Gleichwellennetz, Theater, so. Also ich mach relativ kurz, ja. Also DAB Plus, Bundesmux, also den man bundesweit empfangen kann, ist auf Kanal 5C, ja. Der Sender zum Beispiel, was für mich jetzt auf der Alp hier, was relevant ist, ist zum Beispiel Stuttgart, Ravensburg und Ulm. Die drei sind relevant. So, Bundesmux 1, Kanal 5C. Ja, das sind aus Stuttgart, aus Ravensburg und aus Ulm. Jeweils mit 10 Kilowatt. Da ist dann scheißegal, wenn ich hierher fahre, ob der aus Ulm kommt, das hängt schon ein bisschen an. Ob da ein bisschen was von Stuttgart ankommt oder ein bisschen was von Ravensburg. Ist ja alle 5C. So, schön gut. Ja, Bundesmux 2 sieht leider etwas anders aus. Da gibt es noch keinen einheitlichen Kanal. Da wird es dann ein riesen Kuddelmuddel. Also, und ist auch echt nervig. Muss ich als DAB Plus Fan wirklich mal sagen. Also, Kanal 9B aus Stuttgart 10 Kilowatt. 9B. So. Kanal 8C aus Ravensburg ebenfalls mit 10 Kilowatt. Und Kanal 12D aus Ulm auch mit 10 Kilowatt. Ist ja schön, dass sie alle mit 10 Kilowatt senden. Ja, jetzt kommt große Theater aus Schwäbischen Alb. Da kommt halt von jedem Sender irgendwas mal ein bisschen an. Mal kommt was an von Stuttgart, mal kommt was von Ravensburg und mal kommt was von Ulm an. Ihr könnt euch ausmalen, was passiert, ne? Das Radio springt hin und her auf Kanal 8C, mal wieder auf 12D, mal wieder auf 9B, bla. Es ist halt ein richtiger Scheiß auf gut Deutsch. So macht Radio hören echt keinen Spaß, wenn das Radio ständig auf die drei Kanäle rumspringt, weil mal ein bisschen was ankommt von Ulm, von Ravensburg und von Stuttgart. Ja, ich hoffe, dass sie die nächsten Jahre mal einen einheitlichen Kanal machen. Ist das Problem, welchen Kanal? Klar können wir jetzt hier sagen, auch nehmen wir mal den Kanal. Man muss aber bedenken, deutschlandweit sollte es einen einheitlichen Kanal geben. 5D, wer glaubt, weiß nicht, wie machbar wäre. Ich bin so im Forum, Radioforum, da haben schon welche gesagt, oh, 5B wäre doch cool. Geht auch schon wieder nicht, weil Ravensburg sendet schon wieder sehr weit 5B aus Österreich rein. Und so geht es gerade weiter. Dann könnte man hier auf dem Kanal sagen, dann gibt es vielleicht im Norden im Nachbarland einen Kanal, der rein strahlt. Man muss wirklich einen Kanal finden, der auch deutschlandweit außenrum die Grenzen nicht irgendwie rumstrahlt. Unnötig oder und einen Sender nicht nach Deutschland rein strahlt, wo stört. Das ist das Problem. Ja. Deshalb, gleich weil nicht, ist halt echt ein Müll, ne? Ich könnte noch mehr erzählen, aber ja, die meisten checken eh nicht, was sie meinen und die meisten interessiert auch nicht. Von daher machen wir jetzt einen Cut und danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.